In der Blütezeit waren hier 2.500 Menschen beschäftigt. Die Orte im Umfeld profitierten alle von diesem Leutezuwachs. Selbst aus dem bayerischen Raum war ein Großteil der Arbeitskräfte, die auf den Staatsbuch beschäftigt waren. Und es war der Ernährungsherd, wenn man so will, für das gesamte Umfeld mit dem Hauptsitz Stadt Lehesten, wobei wir nur geschichtlich erwähnen wollen, weil es zur Geschichte gehört, dass auch hier schon Alexander von Humboldt war und auch der Freund Martin Luther hier in Lehesten gepredigt haben soll. Mit dem Abbau der leicht gewinnbaren Schieferlager, die ja jeder Unternehmer zuerst in Angriff nimmt, um eine gewisse wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, stand nun die Frage, wie soll es weitergehen, weil jedes weitere Freilegen von Schieferlagern mit einem immensen Aufwand an der Beseitigung von, wir sagen dazu, Zwischenfördermittel, also Partien, die für die Gewinnung, die Herstellung von Dach- und Wandschiefer nicht geeignet sind, geologisch nicht geeignet sind, um denen zu entgehen, ist man dann Anfang des 19. Jahrhunderts, konkret 1913 auf dem Oertelsbruch und 1930 auf den Staatsbruch dazu übergegangen, die in die Rückwand einmuldenden Schieferlager im Tiefbau, sprich Untertage, abzubauen.